die Distillery. Sie ist immer noch dabei. Was Besonderes daraus zu kredenzen oder auch nicht. Wir bekommen einen Slimeball, Gips und Öl auf Victoriol. Keine Ahnung. Ich habe keinen Text, aber das ist sowas von egal. Oh Gott, das passt überhaupt nicht. Zack, haben alle abgeschaltet. So muss das sein. Nee, das will ich ja nicht hoffen. Ich hoffe einfach, ihr versteht mich, dass ich gute Laune habe und einfach mal ein bisschen gesungen habe. Terra macht das nie wieder! Mensch, nur weil ich Spaß habe, musst du mir meinen Spaß nicht verderben. Nur weil du ein Mensch bist, der keinen Spaß hat oder haben kann, muss ich nicht auch darunter leiden. Kann ich einfach nur sagen. Ja, wir haben Gips. Hey, wir sind voll Gypsy. Nee, das war was anderes. So, ach du meine Güte, ich muss auch sogar noch das machen. Och, Terra. Du hast es echt nicht leid. Aber, ich hab Lapis Lazuli hier. Mensch, ich bin voll gut. Ich hab das gewusst. Was? Das behaupte ich jetzt, aber... Und ich krieg da auch wieder dieses Fall of Fame raus. Ist voll krass, Mann. Und ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Ja? Ist jetzt so ein bisschen meine Frage, was packe ich denn weg? Hier, den Talisman. Habe ich genug Platz? Glaube ich nicht. Wer... Boah, ich habe noch einen Ach, warte, doch. Muss ich machen. Einen verschissenen Platz, wobei ich verbrauche ja ein bisschen was. Das heißt, ich brauche ja nur ein Lapis Lazuli. Und dann gehen wir da mal hin und packen mal die ganzen Zutaten da rein. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht... Doch, es geht auf. Okay, das heißt, wir packen ein Lapis Lazuli rein und den Gips. Aber bitte richtig sortiert. Hä? Ach! Ich habe nämlich auch eine Zutat nicht mitgenommen, ne? Ich brauche hier Breath of Goodness. Irgendwie habe ich das Rezept gerade falsch interpretiert. Hier, das brauche ich. Weißt du, es ist doch schön, ein paar Mal hin und her zu laufen. Ich meine, hey, mehr Action kann man doch gar nicht bieten. Vor allen Dingen, wenn ein Slime auftaucht. Der blutet rot statt blau. Schön. Okay, dann packen wir jetzt mal Breath of Goodness da rein und sehen, was passiert. Und zwar, es wird passieren. Hier kommen ein paar Sternchen raus. Ich finde das schön. Ich will das aber gerne mal ausprobieren, ob das überhaupt mit diesem Wegstein funktioniert. Da muss ich irgendwo so einen Kreis machen und dann mit dem Wegstein da drauf prügeln. Und dann müssten wir eigentlich an dieser Stelle hier rauskommen. Ich will das gerne im Nether probieren, wenn ich ehrlich bin. Das will ich gerne mal machen. Nur das Problem im Nether ist natürlich wieder, weil ich ja hier die Shader drin habe, könnte das sehr dunkel sein. Im Stream wird sich da immer beschwert, dass es zu dunkel ist. Ich weiß nicht, wie es auf YouTube ist. Aber diejenigen, die das am Tablet gucken sollten oder auf dem Smartphone, schraubt am besten eure Helligkeit dann auf volle Pulle, weil mir fällt nämlich auf, wenn ich das an meinem Gerät mache, dass es einfach immer viel zu dunkel alles ist, weil es liegt dann daran, dass es... am Smartphone liegt, weil es dann die Helligkeit runterregelt. Warum auch immer es das macht. Ist immer ein bisschen nervig. So. Und schon haben wir Kreide. So, jetzt brauchen wir Lapis La... Ach so, es sind zwei Kreide. Oh, ich habe mich gerade... Ich hatte gerade schon Angst, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Wasserartischocken müsste ich jetzt haben. Die zwei. Dann nehmen wir zweimal, viermal Lapis Lazuli. Und dann müsste ich es eigentlich schon haben. Achso, und eine Enderperle, selbstverständlich.
So. Was man hier alles an Zeug braucht, ist unmenschlich. Ist sowieso unmenschlich zu zaubern, aber... Ich meine, wer es kann? So. Jetzt haben wir sie. Wavarir Kalk. So. Ich habe jetzt schon 35 Slime... Ich weiß gar nicht, wofür ich das brauche. Lead. Open Blocks. Schleimbälle. Lead. Elastic Souls. Okay. Ich könnte mir sogar hier Fire Dump machen. Irgendwie so eine Pastete, die man essen kann. Concentrated Bat Ball? Was ist das hier? Critters Snare Bat. Ich glaube sogar, ich muss das Katana? Ich weiß gar nicht, wo ich das hingepackt habe. Liegt das auf dem Tisch? Dieses Messerchen, das müsste ich eigentlich auch mitnehmen. Wir machen jetzt erstmal hier so ein paar Sachen rein. Mutantis passt nicht mal rein. Schön, weil ich so viel Gunpowder habe. Es wird bestimmt kein Mensch vermissen hier drin. Kohle, Kohle. Wobei, ich habe 38 Fackeln, das reicht im Normalfall. Es wird, glaube ich, schon wieder Nacht, ne? Alter, diese Tage, die gehen so schnell rum. Hier, diese goldene Kreide, die muss ich eigentlich auch nochmal machen. Ich will es trotzdem mal ausprobieren. Weil wir wollen ja sowieso in den Nether, von daher ist das gar nicht mal so schlecht. Aber ich muss jetzt auch erstmal mein Inventar wieder ein bisschen aufräumen. Weil ich möchte ja noch so ein paar Zutaten holen, die wir brauchen. Ich weiß gar nicht mehr, wie macht man... Ich brauche Wither-Skelettköpfe auf jeden Fall. Ich kann sogar den Wither irgendwie beschwören, aber ich glaube, ich brauche den Nether-Stern dafür. Oh, wenn wir den beschwören, ich glaube, ich bin tot. Ich habe den noch nie... Doch, ich habe den schon mal beschworen, aber das ist schon Jahrtausende her. Ich weiß nicht, ob die den irgendwie verändert haben in der Zeit. Ich bin tot. Das weiß ich jetzt schon. Ich werde doch das niemals überleben. Ich meine, ich bin hier voll der Pro-Minecrafter. Weißt du, der überlebt an jeder Ecke. Ja. Schön, wenn man überleben kann. Ich kann es nicht. Ich bin jedenfalls nicht der Held dafür, der es könnte. Weil ich so schlecht bin. Ja, Selbstkritik ist gut. Immerhin habe ich sie noch, die Selbstkritik. So, wir essen mal ein... Nein, wir essen ein Brot. Ein Brot ist immer gut, weil es sehr leicht im Magen liegt. Im Normalfall sollte es das jedenfalls tun. Und ich nehme... Was nehme ich noch mit? Diesen Bucket. Könnte ich eigentlich mitnehmen, um ein wenig Lava mitzunehmen? Weil wir könnten Lava vielleicht mal gebrauchen. Ist eine gute Idee. Hier den Flint. Packen wir mal vor Freude wieder hier rein, wo ich ihn ja rausgeholt habe, weil ich ja so schlau war und den hier rausgenommen habe und mitgenommen habe rüber in den, ja, ins Hexenhaus. Und dann habe ich festgestellt, huch, da waren ja so viele. Ja, das ist Terra. Doa. Der schlauste Spieler, den es gibt. Was ist denn heute los? Ich hacke so auf mir rum. Das ist nicht normal. So, Fackeln. Jetzt müsste ich eigentlich alles so im Inventar haben, was ich brauche. Aber... Ich habe immer noch nicht das Adana gefunden. Ich weiß gar nicht, wo ich das hingepackt habe. Oder habe ich das auch verloren? Ich bin der Meinung, ich habe das auch nicht mehr. Und das brauche ich tatsächlich, weil ich, wenn ich nämlich... Objekte töte, wollte ich jetzt schon sagen. Wenn ich Mobs vernichte... Ey, das ist jetzt schon wieder anders umschrieben. Dann lassen die ja im Normalfall was fallen... Krimskrams. Ja, ich hab's nämlich nicht mehr. Was muss ich denn da tun? Ach, Duchen. Naja, ich bin ja an der richtigen Adresse. Ich hab auch, glaube ich, noch einen Smaragd. Wir müssen vor allem mal Smaragde farmen. Diamanten findet man an jeder Ecke, Smaragde nicht. Bei Attack of the B-Team. Das ist irgendwie so ein Ungleichgewicht, was ich nicht so ganz verstehe. Ach, ich habe 6 Stück sogar.
So, jetzt haben wir ihn wieder. Oder hatte ich den noch auf dem Tisch liegen? Ist eigentlich nicht so schlimm, wenn ich den jetzt nochmal mache, weil... Es bringt einen nicht um. Weil, wenn der auf dem Tisch liegt, dann gibt das ja auch wieder gewisse Aspekte, die man braucht. Die man vor allem Ding braucht. ja. Es gibt ja dann irgendwie den stärkeren Zauber? War es ein stärkerer Zauber oder war es irgendwas anderes? Ich weiß es gar nicht mehr genau. So, dann wollen wir mal da reingehen. Und ich bin gespannt, was mich erwartet. Wie dunkel das vor allem war. Ja, es ist nicht gerade das Hellste. Ich mache auch mal eben gerade die andere Playlist an. Ne, Moment, da möchte ich gerne jetzt das Minecraft-Lied anmachen. Ich glaube, Neta 1 war's. Ja, Neta 1 ist es tatsächlich. Neta 1 ist nämlich irgendwie, ich finde, so die beste Minecraft-Musik, die man im Neta eigentlich haben kann. Was ist denn da gerade rumgelaufen? Huh! Alter, hat mich voll erschrocken. Der kleine Zombie-Pigman hat mich voll erschrocken. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, ich sollte hier mit Fackel rumlaufen. So seht ihr auch was. Ich will aber auch nicht überall eine Fackel hinpacken, weil ich finde es im Neta schön, wenn es dunkel ist tatsächlich. Die Musik ist ganz schön leise. Die mache ich mal ein bisschen lauter. Die kann ich ruhig mal ein bisschen lauter machen. Quarz. Quarz könnte ich eigentlich mal mitnehmen, wenn es hier nicht so stockduster wäre. Vor allem den Quarz ist der einzige Rohstoff, wo mich die Viecher nicht gleich vernichten wollen. Wo geht's da hin? Auf jeden Fall in die Tiefen, wo ich nicht hin will. Da hinten war ja die Burg. Und da war dieser Hornissen-Bunker, will ich ihn jetzt mal nennen. Ich finde diese Atmosphäre so genial mit diesen Geistern. Ich bin so froh, dass Mo Yang das da eingefügt hat. Beziehungsweise... Doch, das war, glaube ich, noch Mo Yang zu dem Zeitpunkt. Was ist denn da für eine Brücke? Ich sehe hier gerade... Ach, da unten! Wie bin ich denn da... Bin ich da schon mal drin gewesen? Ich bin doch da schon mal drin gewesen. Oder täusche ich mich jetzt gerade? Verfolgt mich was? Nein. Hä? Aua! Ey, diese Dinger... Die sind ja furchtbar, da verletzt man sich ja. Ich muss doch... Ach, hier, guck mal, hier geht's runter. Ah, oh, diese blöden Teile hier von Biomes und Planting, die nerven. War ich da schon mal drin? Müsste ich eigentlich, aber ich weiß nicht mehr, wie ich da reingekommen bin. Ja doch, ich muss ja schon mal in der Festung gewesen sein. Ich meine, hey, ich habe Wither-Skelettköpfe. Ich sehe mal nämlich einen ganz anderen Weg. Ich werde hier mal kurz mehr eine Fackel hinsetzen und dann werde ich hier mal... ja, ich habe nur Holz mitgenommen, was ja echt eine sehr, sehr gute Entscheidung war. Nicht. Oh, das ist ja Erde. Sehr, sehr harte Erde. Tainted Soul. Ja, ich sollte vielleicht mal versuchen, da irgendwie runterzukommen. Ich nehme mir hier einfach mal... Ich mache mir mal Licht. Ich nehme mir hier einfach mal ein paar Gesteinssorten mit. Weißt du, ich bin doch Jäger und Sammler. Von daher darf ich mir das erlauben. Ist die Musik schon zu Ende? Tatsächlich.
Mach mal jetzt hier den Balken wieder etwas leiser, nicht, dass mir gleich das Ohr wegfliegt. Sonst finde ich irgendwo in China wieder, weil es so laut war. Was habe ich denn heute mit dich? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich heute mit China habe. Irgendwie, weiß nicht. Ist mir vielleicht das Wetter nicht bekommen oder die Jahreszeit, weil ja Weihnachten vor der Tür steht. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ich habe normalerweise überhaupt nichts gegen die. So, hier werde ich, glaube ich, mal hineingehen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Oder? Vielleicht auch die schlechteste meines Lebens? Ja, ich bin doch hier irgendwie mal reingekommen. Ich weiß nicht mehr wie. Vielleicht finde ich ja den Eingang. Ach, natürlich. Ich habe mich doch irgendwie von oben irgendwie da reingegraben. Von irgendwo. Aber wo, weiß ich nicht mehr. Hier. Hier haben wir auch noch was ich mitnehmen möchte. Und zwar die Netherwarzen. Wir pflanzen hier auch gleich wieder welche hin. Damit die hier wachsen können. Und da oben habe ich einen Blazer gehört. Erstmal nur ein. Kann man eigentlich mittlerweile diese Netherwarzen wieder auf der Oberfläche einpflanzen? Oder geht das nur im Nether-Teil? Ich weiß es leider nicht mehr. Wo kommen diese Geräusche her? Au! Kann ich das mitnehmen? Kann ich daraus irgendwas machen? Hä? Ja, ich kann Natur daraus machen. Ist halt eine blöde Stelle, wo es wächst. Bin ich ja ehrlich. Ach, ein Sattel ist da noch drin. Ich suche und brauche Blaze. Oh yeah, ich brauche Blaze, Blaze, Blaze. Hey Blaze, auch wieder da? Ach, hier bin ich reingekommen. Nee. Was habe ich denn hier versucht? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Das ist schon so lange her. Was habe ich denn hier gemacht? Ich habe doch hier irgendwas... Ach so, weil ich dachte, da geht vielleicht der Trakt weiter. Geht der vielleicht im Untergrund weiter? Man weiß es ja nicht. Grabe ich mich einfach mal hier ganz unverbindlich in die Tiefe. Aber hier ist nichts. Doch, da ist tatsächlich was. Ach so, das wird aber immer noch von hier sein. Ja. Wie weit geht denn das rein? Ach, hier ist auf. Okay, ich gebe auf. Mensch, du gibst aber früh auf, Terra. Gibst du immer so früh auf? Nein. Mmh, erstmal ein lecker Brot. Ich will erstmal ein bisschen Blaze noch farmen. Weil das wird nämlich auch ein sehr, sehr wichtiger Rohstoff. Oh, da ist er ja. Hi. Ja, aber nicht hochfliegen. Achtung, in Deckung gehen. Los, schieß doch. Schieß doch. Oh, ich hasse das, wenn die irgendwo verschwinden. Mann, da kommst du so bescheiden hin. Und dann ist da noch ein anderer. Eigentlich müsste ich abwarten, bis der hier runterkommt. Aber ich kann nicht warten. Natürlich. Meine Idee war es eigentlich, da irgendwie hochzukommen. Boah! Hast du jetzt auch noch deinen Kumpel geholt? Kumpel, Freund, der Feuermann, oder? Ja, er ist tot. Oh! Nein, er hat mich erwischt. Ich sehe nichts.
Ein Problem habe ich jetzt. Huh! Natürlich. Hier oben ist natürlich die beste Stelle zum Ausweichen, weil du kannst dich nicht schnell bewegen. Komm her! Erstmal schnell ein Brot essen, wenn man brennt. Ah, jetzt bin ich natürlich... Hallo! Ich sehe mich schon tot. Irgendwie. Ich weiß nicht warum. Wie ich darauf komme. Ah! Ich muss runter hier. Hier ist eine gute Ausweichposition. Warum muss der da hinten sein? Ich gehe mal runter. Tschüss! Vielleicht kommt er mir ja nach. Kommt er? Kommt er? Ja, natürlich. Flieg runter. Komm, ein bisschen näher. Das gibt's doch nicht. Los, komm. Und. Das war eigentlich nicht so geplant, aber es hat immerhin funktioniert. Oh, ich wäre beinahe noch da runtergefallen. Das wäre echt nicht gut gewesen. Was habe ich denn jetzt? Eine Blaze Road. Willst du mich veräppeln? Ich habe doch hier eben... Boah, alles will mich auffressen, habe ich so das Gefühl. Selbst die Pflanze. Die beißt schon. Was ist das eigentlich? Ein Green Mushroom. Toll. Ich liebe Mushrooms. Ich muss erstmal was mampfen. Die Frage ist ja, wo gibt's ja noch diese Viecher? Ich meine, mit einer gebe ich mich nicht zufrieden. Mit einer Blaze Road, weil das ist doof. Und wenn meine Stimme versagt, ist das noch blöder. Weißt du, ich bin das nicht mehr trainiert. Ich habe auch schon lange nicht mehr aufgenommen. Davon mal ab. Vielleicht kann ich das... Das sind also die Typen, die ich finden wollte. Ist ja jetzt nicht so, als ob das irgendwie wenige Typen wären. Und die packen gerade ihre Feuerkleider aus. Natürlich. Voll in the phrase. In the phrase vor allem. Ich nehme mal das Diamantenschwert. Aber wie soll ich denn das schaffen? Ich glaube, ich muss mal etwas bauen. Wie geht das denn? Ich sehe nichts. Das ist mein großes Problem hier. Nein! Haben die sich gerade gegenseitig abgeschossen? Wow! Er kommt näher. Ich habe ihn besiegt. Den einen zumindest. So, the next one. Wie viel habe ich denn jetzt? Zwei. Boah. Ist ja fantastisch viel. Irgendwie ja nicht. Ich habe aber auch ein Pech. Ah, noch eine. Hä? Wo ist die hin? Habe ich die eingesammelt? Nee. Wo ist die hin? Die ist doch jetzt nicht etwa runtergefallen. Hallo? Doch, sie liegt da unten. Willst du mich ärgern? Wo bin ich hier? Müssen wir mal irgendwie versuchen, da runter zu bauen. Nur, das stellt sich nicht als so einfach heraus. Weil da unten dann auch noch ein dicker, fetter Slime-Ball auf mich wartet. Upsi. Och nö. Ich hab doch gar nicht so viel Stein. Aua! Du hast mich erwischt! Du blöder Glibberball. Blubberball natürlich. Es ist ein Blubberball. Hallo, Blubberball! Komm, Magma Cube! Warte mal. Kann es sein, dass ich den hiermit. Joa, das machen wir mal. Ich greife den mal mit dem Hatana an. Komm! Hier hoch! Super! Oh, jetzt sind es zwei kleine. Aber die erwische ich, glaube ich, nicht mehr. Das heißt, wir müssen mal wieder eine Etage tiefer.
kleiner sie werden, umso niedriger muss ich. Irgendwie. Komm, spring. Spring, 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 spring. Yay, in deinen Tod. So, jetzt sind sie ganz klein. Der nächste, bitte. So, einmal noch. Dann hast du es geschafft. Dann bist du nämlich genauso tot wie dein Kumpel. Hat der gerade was verloren? Der hat was verloren. Ist das cool. Ich mach mir hier mal Licht. Jetzt muss ich natürlich so in die Tiefe. Och nö. Schon wieder dieser blöde Soul Sand, ey. Das ist ja aber auch echt eine Pest mit dem Zeug. So, du auch noch. Hallo. Komm, spring in die Höhe. Du auch. So, geht doch. Die ganze Brut hat sich gerade verabschiedet. Was habe ich denn? Eine Lunge. Weißt du, ich dachte, hey, voll das Hyper-Hyper-Teil, was ich da einsammel. Und dann sind es einfach nur diese beschissenen Necromancy-Sachen. Ah.